So, da bin ich wieder. So, neues Glück hier mit meinem misslungenen Spiel, was ich hier angefangen habe. Eigentlich ist das schon die dritte Welt, weil ich muss mich wirklich austesten. Und ich habe mitbekommen, einige Dinger sind so gigantisch, dass ich hier echt, ja, dass ich die anderen Welten gar nicht mehr nutzen konnte. Ich hoffe, dass ich das nicht wieder bekomme. Eins war das Stadion, das hatte ich irgendwie mal auf so einem kleinen Feld gebaut, auf einmal waren alle Häuser weg. So, hier noch was. Gut, die Mauer kannst du bleiben. Dann habe ich noch diese beiden hier. Die können jetzt wieder hier hin. So, hier zum Beispiel. Genau, das kann jetzt hier hin. Und das kann jetzt dahin. Habe ich das wieder ins ba Gebäude reingebaut? Hey, cool, kann ich da lassen. Ich muss dann nur mal schauen, dass hier der Eingang hinkommt. Danke. Dann kommt man quasi hier durch. Es war gerade ein Fehlbau, um ehrlich zu sein. Jetzt habe ich schon wieder ein Haus verschwinden lassen. Aber es hat sich super in das andere Haus eingefügt, ungewollt. Ungewollt ist es so toll geworden. Gut, das heißt, das Haus kann ich quasi hier hin machen, was jetzt wieder kaputt gegangen ist. Und das passt dann quasi hier gut ins Schema mit rein. Okay. Das waren jetzt die drei. Ich merke schon, ich bin ja voll und ich habe ja schon mein kleines Lager. Die Feuerwehr nervt heute. Gut, die können nicht dafür, die müssen arbeiten. Aber es ist manchmal anstrengend, wenn es alle paar Minuten da Tütata macht. Und ich trinke so wenig, dass ich schon langsam Kopfschmerzen habe. Dabei ist das Trinken direkt hinter mir. So, hier kann ich lang. Das ist meine neue Aufbewahrungsstätte hier für so ein Zeug. Dafür habe ich mir jetzt Lager eingebaut. So, Dankeschön. Hier kommen Straßen hin und so weiter. Da werde ich noch die Straßenlinie Richtung fertig machen. Und die nächsten werde ich oben drauf bauen. Hier ist das Stadion. Genau, das Stadion hat mir so viel verrunzelt, aber egal. Ich möchte nicht drüber nachdenken, dass ich drei Welten aufbauen musste. Wir können ja mal gucken, was gibt es noch. Ich bin jetzt sind hier in Kapitel 2. Park. Hier zum Beispiel Parking Garage. Okay. Square ist ein Dings. Nein, brauche ich nicht. Ich kann ja mal solche Sachen noch zwischendurch machen hier. Das passt super hier rein. Mit so eine kleine Natur noch zusätzlich hat. Also abgesenkt. Passt auch ganz gut rein. Dann kann ich hier noch was machen. Was ist denn das? Square ist auch so ein kleiner Park. Ja, warum auch nicht? Das kann ich eigentlich dicht machen mit Glas. Erstmal hier und erstmal da. So, oh, Mensch. So, hier. Nee. Da kann man die Häuser auch noch ein bisschen umgestalten, wenn man jetzt mal so einen kleinen Fehler gemacht hat. Wie man jetzt sieht. Was kann passieren, wenn dieses Mod-Spiel selber spielt, wird es selber rausfinden, was ich meine. Mensch! So.
Da. Hier, so, genau. Dann haben wir einmal hier, muss ich mal gucken. Komm, bin schon lange nicht mehr geflogen. Habe auch schon ein halbes Jahr nicht mehr Minecraft gespielt. Da hat auch jemand gebremst. Nee, das wollte ich jetzt nicht. So. Das kann man auf jeden Fall hier noch mit reinsetzen. So kann man sich, bevor man das ganze Ding hier abreißt, weil man mal verhauen hat hier, kann man sich quasi das so ein bisschen retten. Okay, dann macht man jetzt, ich mache jetzt zum Beispiel hier noch eine Platte so, damit das irgendwie ein bisschen passt. Vielleicht fällt es am Ende ja nicht auf, dass ich hier total was versaut habe, aber egal, das muss ja keiner wissen. Ich mache das mal so auf altbewährte Weise, da hat es immer funktioniert. Wer meine anderen Let's Plays bei Minecraft schon gesehen hat, weiß, was ich meine. Okay. Okay, die Etagen sind ziemlich hoch, muss ich sagen. Oder? Ja, die sind wirklich so hoch. Nee, ich will hier rein, weil es ist ja echt gruselig. So, ich mache jetzt mal hier überall eine Fackel so ein bisschen rein. Auch hier. Und da kann ich gleich noch ein bisschen ausbessern. So. Und das ist ja nicht die einzige Etage hier, die ich quasi da machen muss. Ist ja noch eine andere. Aber ich werde mich hier noch tausendmal verbessern. Und irgendwann, wenn die Straßen stehen, irgendwann wird das Folge 200 sein. Und dann werde ich dann sagen, oh, jetzt fällt mir nicht mehr ein. Ich habe jetzt, glaube ich, hier wie bei Gold City Mod alles ausprobiert, was da geht. Von den anderen Let's Play. Von Minecraft. Da ich sage, gut, ich mache jetzt erstmal wieder ein paar Monate Pause und dann gucke ich mal nach, wenn ich wieder Lust und Laune habe. Was gibt es eigentlich noch? Übrigens, Technik Launcher kann man ja bei über Technik Launcher Minecraft runterladen. Ja, aber es funktioniert wahrscheinlich nur noch die Hälfte der Dinger, also der Mods. Also habe ich selber ausprobiert. Fast die Hälfte geht ja nicht mehr. Aber die noch gehen, wie diese hier und Gold City Mod und Jurassic Park. Und so weiter gehen noch alle und andere versprechen sehr viel und halten es leider nicht so richtig, was ich schade finde. So, das kann ich offen lassen, weil die Scheiben sind hier. So. Wie man sieht, ja, so eine kleine Reparatur, als wenn ich selber ein Haus bauen würde jetzt. Aber gut, der Baum war im Weg. Ich kann nicht dafür. Eigentlich schon, ich habe mich blöd angestellt. Aber ist okay. Unten lasse ich mal offen als kleines Tor. Muss ich dann eben nur gerade abrunden. So. So. Dankeschön. Hab mich gerade noch so gerettet. Was mache ich denn hier? Ach ja, ich wollte hier noch was machen. Das ist ja hier so dunkel. Wenn, dann soll der Turm doch leuchten in der Nacht. Muss ich oben übrigens auch noch machen. Weil die obersten Etagen sind ja irgendwie nicht so.
kann ich gleich mal ein bisschen Fehler korrigieren. Derjenige, der es gebaut hat, hat das echt super gemacht. Ich kann ja nicht meckern. Aber an die Beleuchtung hat er nicht gedacht. So, hier lasse ich offen. Das kann ich auch wegmachen, das Gebims hier. So. Genau. Dann passt das ganz gut. Jetzt muss ich hier mal gucken, wie komme ich hier rein. Super. Hat ja echt klasse geklappt. Und hier auch noch eine Fackel. Und dann kann ich ja auch gleich wieder raus.